Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen-WG. Letzte Woche haben wir über den Ritualraum gesprochen, wie wir ihn in der Alltagswelt erschaffen und in der Anderswelt verankern und ihn in unserem Geiste ausdehnen. Heute wollen wir ursprünglich über das Weihen sprechen oder die Weihe. Aber wir wurden darauf hingewiesen von einem Zuschauer, dass wir über den Ritualstab gesprochen haben, aber nicht über die magischen Hölzer für die Ritualstäbe. Daher reden wir heute über die Hölzer der magischen Stäbe und welchen magischen Zweck sie dienen. Fangen wir also an. Los geht's! Bevor wir anfangen, über die verschiedenen Holzarten zu sprechen, ist es wichtig, keine Äste abzusägen. Denn dadurch schadet ihr den Baum. Und die Dryaden ziehen sich aus dem Holz zurück und ist daher dann wirkungslos. Die Dryaden sind Baumwesen. Sie verleihen den Ritualstab seine magischen Fähigkeiten. Daher ist es wichtig, die Dryaden um einen magischen Stab, der zu euch passt, zu bitten. Wenn ihr die Dryaden im Wald um einen passenden Stab bittet, werdet ihr das passende Holz auf dem Boden liegend finden. Ihr werdet euch angezogen fühlen von dem Holz. Dieses Stück Holz wird sich sehr gut in eurer Hand anfühlen und ihr werdet seine Kraft fühlen. Denn die Dryaden erfüllen dieses Holz mit ihrer Energie und machen es zum Lebensholz. Sie entfalten die magischen Eigenschaften dieses Stück Holzes. Alle Holzarten bündeln und verstärken eure Energien durch die Dryaden. Aber jede Holzart hat noch eine zusätzliche magische Eigenschaft, die sich von Holzart zu Holzart unterscheiden. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Holzarten. Fangen wir an mit Eibenholz. Eibenholz bietet Schutz gegen böse Geister. Als Waffe oder Ritualstab kann man mit ihnen sogar Dämonen verletzen oder verwunden. Insgesamt gibt es ca. 200 verschiedene Eibenholzarten in Afrika, Amerika, Asien und Australien. Kommen wir jetzt zu der Birke. Birke eignet sich besonders für Reinigungsrituale und Schutzmagie. Auch zur Kommunikation zwischen der Anderswelt und unserer Alltagswelt eignet sich die Birke sehr gut. Kommen wir jetzt zum Ahorn. Ahornholz eignet sich besonders gut zur Transformation von Energien, also das Umwandeln von Energien. Dafür ist es besonders gut. Kommen wir jetzt zum Apfelbaumholz. Apfelbaumholz eignet sich besonders gut zur energetischen, seelischen Verbindung zu Pflanzen, Tieren und der Natur. Buchenholz. Buchenholz speichert besonders gut Energien und ist verbunden mit dem Weltengedächtnis, die Akasha-Chronik, und eignet sich dabei sehr gut für Zeitmagie. Kommen wir jetzt die Eiche. Die Eiche, auch sie ist mit dem Weltengedächtnis verbunden. Man kann mit ihr in die Vergangenheit und Zukunft schauen. Aber das Holz eignet sich besonders gut für Bannungszauber und Schutzzauber. Das Eichenholz hat eine ähnliche Verbindung wie der Apfelbaum zu Naturwesen und Elementarwesen. Kommen wir jetzt zu der Eibe. Eibe ist der Wächter zur Unterwelt. Es eignet sich besonders gut, um Verbindung zu den Ahnen, den Verstorbenen, aufzunehmen. Es öffnet Türen zur Anderswelt. Dieses Holz wird häufig in der schwarzen Magie und Nekromantie verwendet. Es macht ein Herrn über Leben und Tod.
Es ist eher für sehr erfahrene Magier und Vorsicht bei der Verarbeitung, denn die Eibe ist giftig. Kommen wir jetzt zur Erle. Das Holz der Erle eignet sich besonders gut zur Schutzmagie. Jetzt kommt die Esche. Das Holz der Esche ist verbunden mit den Wasserwesen und eignet sich besonders gut zur Heilung. Espe. Espe eignet sich zu Beschwörungen und zur Heilung. Die Felsenbirne. Dieses Holz eignet sich besonders gut für Heilung und Beschwörungszauber und Schutzmagie. Die Haselnuss. Haselnuss eignet sich sehr gut bei Fruchtbarkeitszauber, Wetterzauber, Schutzmagie und bei der Austreibung. Kommen wir jetzt zu Holunder. Holunder steht auch als Wächter der Unterwelt. Es eignet sich besonders gut zur Bannung und Auflösung von Zaubern und Flüchen. Kiefer. Das Holz der Kiefer ist besonders geeignet für Beschwörungen und Verwandlungszauber. Mahagoni. Mahagoni, dieses rote Holz, eignet sich für Transformation, Bannungszauber, Beschwörungszauber und Anrufsrituale. Kommen wir jetzt zur Pappel. Pappel eignet sich zur Bannungs- und Reinigungsmagie. Rosenholz. Rosenholz eignet sich besonders für Beschwörungsrituale. Es wird häufig in der schwarzen Magie verwendet. Schwarzdorn. Schwarzdorn wird häufig in der schwarzen Magie verwendet. Es ist eine sehr starke und satte Magie in sich. Es wird zur Austreibung, Schutz und Beschwörung verwendet. Kommen wir jetzt zur Weide. Weide, das Holz eignet sich sehr gut zur Transformation, heilende Kraft, Helfer bei Anrufungsritualen, Reinigungsmagie, Beschwörungszauber und Wetterzauber. Es ist mit dem Element Feuer und Wasser verbunden. Ich habe jetzt einen Großteil von magischen Hölzern erklärt für eure Ritualstäbe. Wie ihr einen Ritualstab herstellt, schaut mein Video Ritualstäbe. Ich habe längst nicht alle Holzarten erklärt, da das Video sonst viel zu lange wird. Aber wenn ihr nun ein Holz findet, das ich nicht erklärt habe, nehmt es in eure Hand und fühlt ihr magische Schwingungen. Verbindet euch mit dem Holz und ihr erfahrt seine magischen Kräfte. Das Holz, das sich zur schwarzen Magie eignet, habe ich erwähnt. Die anderen Hölzer eignen sich nicht dazu. Wenn ihr Hölzer verwendet für schwarze Magie, das sich nicht eignet, werden sie unbrauchbar oder der Anwender wird krank. Also achtet genau darauf, was für Holz ihr für welchen Zweck verwendet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr reden wir über Weihungsrituale und Erfahrungen. Teilt dieses Video gerne weiter an alle, die ihr kennt. Wir sind auch zu finden auf Facebook unter OstfriesenWG und auf Instagram @ostfriesenklein_WG_klein. Abonniert unseren YouTube-Kanal OstfriesenWG, dann verpasst ihr keine weiteren magischen Videos mehr. Ich wünsche euch einen schönen Vormittag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, ein sehr schönes Wochenende und eine schöne Woche, wann immer ihr dieses Video schaut. Bis nächste Woche Freitag um 10 Uhr, euer HDJ.